Hallo, hier ist wieder euer Knochenbrosser LP mit einem neuen Let's Play for Fun, nämlich von The Sims 4. Ja, die Sims 4 ist heute rausgekommen. Ich habe es mir bestellt, beziehungsweise Mickey Mouse jetzt bestellt. Und es ist heute angekommen. Und jetzt spiele ich es. Und es ist einfach wunderbar, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es schon kurz angezockt. Und ich finde es grandios, wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt. Ich meine, so viel. Es sind Erneuerungen dabei. Es sind auch ein paar Fehler dabei, die ich kritisieren möchte in diesem Let's Play for Fun. Ach, die Sims 4. Ach ja, das ist ein Spiel. Gut, dann machen wir erstmal einen neuen Haushalt. Nein, nicht mit so einem dicken Typen. Mit einem dünnen, gut aussehenden. Naja, okay, die Brille muss nicht unbedingt sein. Das ist was. Brille. Ich will keine. Kann ich auch. Okay, da kann man die Brille entfernen. Du kriegst auch einen ordentlicheren Haarschnitt. So einen. Schwarze Haare machen sich immer gut. So eine so ein T-Shirt nicht so. Das Gesicht, das kann man jetzt auch verändern. Die Augen kann man nach oben oder nach unten machen. Die Nase zum Beispiel auch nach oben. Den Mund genauso. Den Mund kann man nach unten und nach oben machen. Und die Augen kann man auch zur Seite bewegen. Die Augenfarbe kann man bestimmen, so wie bei die Sims 3. Und hier auch ein Bestreben. Sportlich. Dann machen wir noch die Merkmale. Er ist fröhlich, kreativ, aktiv. So. Dann machen wir noch die Abendkleidung. Die Abendkleidung gefällt mir nicht so. Du kriegst das hier. Sieht halt besser aus. Die Sportkleidung ist okay. Die Ausgekleidung nicht so toll. Nehmen wir was anderes. Das hier zum Beispiel, das sieht super aus für dich. Okay. Dann können wir noch den Gang einstellen, also entscheiden, was für einen Gang er hat. Einen federnden oder den Standardgang. Einen selbstbewussten, einen hochnäsigen Gang, einen stolzen, femininären, stammen, trotteligen und einen schleppenden. Ich bleibe mal beim Standard. Ich bleibe mal bei dem Standard Gang, weil der Standardgang einfach besser ist. Und ja, meine lieben Freunde, dann machen wir noch einen Sim. Ach nee, Quatsch, der hat ja nein, der hat ja noch gar keinen Namen. Den nennen wir der heißt Tim Schneider. Tim Schneider soll er heißen. So, dann hätten wir den jetzt auch fertig. Dann kümmern wir uns jetzt um dieses Mädchen. Oder besser gesagt, junge Frau. So. Wow. Die sieht aus wie die aus Promi. Wie hieß die? Miss Buffo. Die sieht fast genauso aus. Fast. Man kann ja auch die Wangen einstellen. Also ob dicke Wangen, ob kleine Wangen. Und ja, die Haare. Dann machen wir mal solche Haare. Jetzt sieht sie aus wie Liz Buffo. Ja. Yeah. Nehmen wir mal, so.
Die Abendkleidung finde ich gut. Sport, ja, okay. Schlafanzug, yep. Die Ausgekleidung, die gefällt mir jetzt nicht so sehr. Weil Baum gibt es ja auch in Rot. Ja, genau so soll sie aussehen. Dann noch Merkmale, sie ist fröhlich, kreativ und romantisch. Oder kokett. Ja. Ja. Okay, lassen wir das. Wenn wir unseren Sim fertig haben, können wir aber, wir haben noch keinen Namen. Sie heißt Liz Schneider. Ich weiß, der Nachname passt sich zu diesem Namen, aber komm. Schneide 5. Nein, Quatsch. Okay, dann haben wir es fertig. Gut, dann müssen wir nur noch ein Haus finden, wo wir einziehen werden. Ich finde dieses Spiel so toll. Aber natürlich gibt es auch negative Auswirkungen auf dieses, also nicht negative Auswirkungen auf dieses Spiel, sondern negative Dinge, wo ich mich frage, was sollte das eigentlich? Warum habt ihr das gemacht? Das werde ich euch jetzt gleich erzählen. Ach so, das Laden dauert nicht mehr so lange. Also, das finde ich schon mal ganz gut. Das ist sehr super. Ja, und wir sind im Mauerblümchen-Hügel. Ja, den Haarschnitt von den lieben Tim, den finde ich jetzt nicht so toll. So, wir sind jetzt in der Wohnung. Hier haben wir jetzt auch wieder Karriere, Bedürfnisse. Erstmal gucken wir nach den Bedürfnissen. Er hat Hunger. Also kochen wir, kocht er jetzt mal was. Nämlich eine Einzelportion. So, was macht denn Liz? Die kocht jetzt auch. Die kocht sich mal Macaroni mit Käse. Ja. Dann geht sie auf die Toilette. Also benutzt die Toilette. Ach so, hier ist auch nicht mehr der Kopf, wenn man eine Interaktion startet. Oder anklickt. Zum Beispiel diesen Stuhl. Da kommt nicht mehr dieser Kopf. Und ja, das finde ich eigentlich eigentlich ganz gut. Tim Schneider. Mit seinen neuen Kochfähigkeiten kann Tim jetzt köstliche, schnörkellose Klassiker zubereiten. Lecker. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Gut gemacht, Tim. So. Also, es gibt Erneuerungen, es gibt aber auch schlechte Dinge zu bereden. Erstens. Was schlecht ist, es gibt keine Autos mehr. In Sims 3 wurden die Autos eingeführt, waren auch eine sehr gute Idee und deren Spielern hat es richtig gut gefallen. Leider gibt es die Autos in Sims 4 aber nicht mehr. Das ist ein negativer Punkt, finde ich. Also ich finde das nicht so toll, dass sie bei die Sims 4 die Autos nicht mehr mit eingeführt haben. Das finde ich eigentlich sehr traurig, weil die Autos waren sehr beliebt bei den Sims 3 Fans. Also da sage ich mir nur, was habt ihr euch dabei gedacht? Aber ist ja auch egal. Also die anderen Parts werden wie gewohnt 15 Minuten gehen. Und ja, also in der Anfangsbude finde ich das schon mal ganz gut hier. Ganz cool. Ja. Also ist eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Spiel, wie ich finde. Und hier liegt ein Buch rum. Was soll das? Keine Bücher rumliegen lassen, meine lieben Sim. Also, das geht natürlich nicht. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Dann gibt es, glaube ich, noch was. Die Weltenkarte gibt es nicht mehr. Es gibt keine Weltkarte mehr, wo man hier auf die, also man kann nicht mehr auf sie zugreifen. Man kann jetzt nicht einfach sagen, hier, ich will dahin in den Park oder irgendwie so komisch, irgendwie bla, weiß ich nicht. Das geht auch nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber ist halt so, Leute. Aber ich kann auch dagegen nichts tun. Also tut mir leid. Ja, seit. Das ist wirklich so. Also, ja. Weiß ich auch nicht, warum die das gemacht haben. Also, ich fand das eigentlich sehr gut, aber Sims 4 an sich. Es hat eine gute Grafik, die hier nicht erkennbar ist. Also, es ist schon ein bisschen Gutes zu erkennen an der Qualität. Aber meine Grafikkarte ist jetzt nicht so gut. Also, sie ist sehr gut, finde ich. Also, ja. Aber die einen leistungsfähigeren Computer haben, mit einer besseren Grafikkarte, meine ist ein wenig schlechter, die werden den Unterschied erkennen. Nur hier ist es jetzt nicht so erkennbar, also. Nee. Du verwendest jetzt erstmal. Hallo? Du verwendest jetzt erstmal die Toilette. Was macht denn Liz? Die hat ja immer noch Hunger, also soll's kochen. Nicht lachen. So. Jetzt kann man ja auch die Emotionen von den Sim sehen. Hier zum Beispiel ist es okay. Und bei Tim ist es jetzt auch hier. Ja, hier nochmal mit den Kochfähigkeiten. Das muss ich jetzt nicht immer doppelt vorlesen. Das ist. Das wisst ihr ja schon alles hier. Ja. Die sich dieses Spiel noch nicht gekauft haben, sollten es sich kaufen. Das ist ein sehr gutes Spiel. Auch wenn die Autos fehlen, ist ja jetzt auch egal. Ich freue mich schon auf die Erweiterungspacks von die Sims 4 und das wird sehr, sehr gut werden. Also, dieses Spiel ist einfach der Hammer, finde ich. Die, die es jetzt nicht so gut finden, die müssen sich jetzt auch nicht so jetzt besorgen. Ich kann auch einen Monat warten und es sich dann kaufen. Ich meine, jetzt ist es noch billig, dann wird es teurer und das wäre besser, wenn ihr es euch jetzt bestellen würdet. Ich weiß, es ist Geld, es kostet Geld, aber es ist billiger. Also am Anfang ist es immer billiger als dann später. Dann später wird es teurer und es macht sich nicht so gut auf den Teppich. Ist halt so, Leute. Ja. Was guckt ihr denn? Die Nachrichten? Die Sims 4 Nachrichten. Ah, wieder zurück. Ja, die sprechen jetzt miteinander. Hier sehen wir jetzt auch, ja, Liz ist okay. Also, ja, das ist halt so okay. Jetzt zum Beispiel ist Tim glücklich. Das finde ich sehr gut. Er muss pennen. Da müssen wir erstmal in den Baumodus, weil wir können hier jetzt nicht das Doppelbett stehen lassen, denn Sim, die sich noch nicht so gut kennen, wollen nicht miteinander schlafen, nur die sich richtig gut kennen und oder Pärchen können nur in Doppelbetten schlafen oder hier haben wir auch noch eine neue Erneuerung, nämlich man muss jetzt nicht mehr hier gucken, wo ist denn das? Man kann ja einfach, das ist ein Tipp, was man haben will, zum Beispiel Betten. Hier, also da muss man nicht immer hier stundenlang suchen. Wo ist das denn? Man kann auch einfach das Objekt eingeben, was man haben will und das dann, ja, gucken. Tim hat seine Charisma-Fähigkeit verbessert und macht nun häufiger erfolgreiche Witze. Außerdem erfährt er schneller etwas über andere Sims. In höheren Leveln werden weitere Interaktionen freigeschaltet. Es hört sich doch relativ gut an. Tim ist kreativ. Kreative Sims finden häufig Inspiration. Können sie keinen kreativen Aktivitäten nachgehen, leidet ihre Stimmung darunter. Hier haben wir auch die Wünsche.
Joggen gehen, klicke auf Tim und wähle Joggen. Energie geladen, manche... Nee, mache Tim Sim Energie geladen, indem du Tim trainieren. Kaffee trinken oder eine erfrischende Dusche nehmen lässt. Okay. Das kann er ja machen. Duschen. Was macht denn unsere Liz hier? Die kann jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Und da sehe ich auch schon, der Part ist zu Ende. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.